Hallöchen, Christian. Hallo again. Ich hab's Da sind wir fast. wieder. Das ist gar nicht so lange her. Es ist nicht so lange her und ich hab's fast Als wenn geschafft, Christian. es kommt mir so vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Ja, ich hab's fast geschafft, mein Eis komplett aufzuessen, bevor wir loslegen. Ach so, ich dachte schon, seit gestern durchzumachen. Nee, ich habe ja noch Erdbeereis am Start, denn es ist draußen heiß und auf heiß reimt sich Eis und ich finde Poesie sehr gut. Du Ja, wirst so ein klingt richtig krasser lecker. Rapper, oder? Irgendwann im Stream, wenn wir mal nichts zu spielen haben, dann machst du so Freestyle-Raps mit Süßigkeiten. Ich sag's ja, auf Dann. meiner Bucketlist ist immer noch mein Debütalbum. Es ist in der Mache, ich sag mal Konzeptionsphase aktuell. Es ist Ach, aktuell die ja, gut. Konzeptionsphase noch. Aber kommt, kann ich euch versprechen. Ja, hört sich doch gut an. Aber ich merke schon langsam, du willst mir den Rang als String-Snacker Profi-Snacker. ablaufen, weil. Also ich sag mal, ich Ich muss hatte jetzt auch mal snacken. Süßes, ich hatte mal Nüsschen und sowas, aber du in der letzten Zeit Guck mal legst du her, guck ganz mal her. schön Siehst, kann vor. man das sehen, Christian? Oh, ich halte's Boah, mal so, das ist siehst du übel. es? 31,3. Da kann Geil, ich nicht oder? mithalten. Du Ich willst aber bin auch jeden Tag ein. neue Rekorde machen, oder? Ja, Das gucke ich aber auch nochmal kurz nach. weißt du, wie mich mein Kollege heute genannt hat im Büro, weil ich kann ja entweder im Büro arbeiten oder zu Hause. Ich arbeite zurzeit im Büro, das ist eine Klimaanlage. Aber weißt du, wie mich mein frecher Kollege heute nannte? Klimaflüchtling. Weil ich flüchte ins Büro, weil es eine Klimaanlage gibt. Und ich habe festgestellt, bei uns im Büro gibt es sehr viele Klimaflüchtlinge, denn wir haben hier eine sehr gute Klimaanlage und es macht einfach mehr Spaß, den ganzen Tag irgendwie bei 25 Grad in der Bude zu sitzen und zu arbeiten, anstatt zu Hause zu sitzen und zu schmelzen wie Butter irgendwie im Backofen. Klimaflüchtlinge, ja, das ist echt gut. Wenn ihr jetzt, also wenn die Klimaflüchtlinge auch Klimakleber werden, dann könnten die sich ja im Büro festkleben, damit sie nie wieder nach Hause müssen, um zu schwitzen. Ja, das ist kompliziert. Ja, ich da lieber mein Eis. Naja, ich denke mal, die Leute in Dachgeschosswohnungen lachen sich gerade krank. Ich habe lange in das Dachgeschosswohnung gelebt und das war echt ganz schön hart. Die war auch noch sehr schlecht isoliert. Das bedeutete, im Winter war es brutal kalt und im Sommer war es unglaublich hot. Und du hattest dann immer so die Übergangszeit zwischen Frühling und Sommer und zwischen Herbst und Winter. Da hattest du immer so ein kleines Fenster, so ein kleines Zeitfenster. Da war es temperaturtechnisch echt gut, aber sonst war es Ja. einfach nicht bewohnbar eigentlich. Dafür war die Wohnung sehr günstig damals. Ja, das kenne ich noch. Du hast, genau, wir haben auch in der Dachgeschosswohnung mal gewohnt, da hast du uns auch mal besucht. Da war das ähnlich. Da war auch von allen Seiten war Dach. Und egal wo die Sonne stand, irgendwas war immer heiß. Aber da gab es ja diesen schönen Spruch, warte mal, ich habe den gerade rausgesucht. Der ist jetzt gerade durch die sozialen Medien gegangen. Was Decke denn? weg, Hose weg, Shirt weg, viel Schweiß. Klingt nach einem Porno, ist aber bloß ein Schlafzimmer im Dachgeschoss. Apropos Schlafzimmer. Was hältst du davon, Ja. wenn wir uns in Lucys Schlafzimmer reinschleichen? Würde ich auch sagen. Ich habe heute Zeit ungefähr bis 22 Uhr. Lass uns mal gucken, wie weit wir in der Stunde kommen, Christian. Okay? Wir Quick dachten ja and schon gestern, wir dirty. beenden das. Mal sehen, ob wir es heute schaffen Ja, oder ob dachte wir es auch. nochmal weiterschieben. Ah, ich glaube, wir sind da fast durch. Ich esse mal kurz noch den Rest von meinem Eis. Ja klar, stopf rein. Ich Klickfinger kannst du möchte auch mit vollem Mund bedienen. beide Hände frei haben, wenn ich mich jetzt hier ins Spiel rein werfe. Augenblick. Ah, jetzt fällt mir hier gerade das halbe Arbeitszimmer um. Ich bin gleich wieder da. Ihr merkt, es ist immer professionell bei mir. Das Arbeitszimmer hat der Hitze nicht standgehalten. Das ist einfach, wahrscheinlich sind die Scheinwerfer umgekippt, Nee, ich die habe die hier. Temperatur erst auslösen. Es ist ja, also mein Arbeitszimmer, Schrägstrich, Twitch-Studio, ist ja eigentlich so, erinnert an Optimus Prime, also von den Transformer-Fähigkeiten. Hier ist überall ganz interessante Ablagemöglichkeiten und Schränke und Kommoden und so. Und der eine, Schrank hier auf der Seite, der ist einfach überfüllt mit ganz wichtigen Dingen, die ich vielleicht irgendwann mal griffbereit brauche. Und genau, hab's aber jetzt noch hingekriegt. Und an der Stelle Servus Heimfeld, grüß dich. Ja, Christian, lass uns doch mal direkt rübergehen ins Spiel. Ich hab Bock auf die coole Musik. Schieß Dann, 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 dann,
Ich bin schlecht, was Rhythmus angeht. Das heißt, bevor ich das Debütalbum aufnehme, muss ich noch ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Taktgefühl entwickeln. Wir haben ja noch irgendeinen Musikrätsler, aber einfach genau. Ist das ja für uns. Genau, mir fehlt Taktgefühl, aber nicht nur musikalisch. Oh. Oh, heute wird's deep, Freunde. So, weil dem Typen haben wir einen Imbusschlüssel und ein Hirn gegeben. Der fehlt noch. Die haben Lunge wir ihm auch gegeben. Ja, haben wir ihm gegeben. Haben wir ihm auch schon gegeben. Was fehlt ihm denn noch? Ja, wir sind hier durch. Dem fehlt gar nichts mehr. Wir können hier irgendwie hin, aber hier ist ein Loch. The sunlight shining into the room downstairs. Da sind Fledermäuse und da drunter ist die Pflanze. Ich glaube, da können wir mal so Explorer-mäßig mal noch ein bisschen schauen, was geht. Hier ist ein Tisch. It's covered in tea stains and crumbs. Oh, der edle Herr. Vielleicht hat er Lust auf hier einen Becher. Da ist nichts drin. Okay, das heißt, der braucht vielleicht hier eine Tasse. Und wir hatten doch unten noch diesen Schrank, der so gequietscht hat, richtig? Ich würde hier oben mal die ganze... Schrank, weiß ich grad nicht mehr. Doch, unten war ein Schrank, da ist irgendwas drin. Hier ist ein Horn. Okay, also wir müssen das Ding Okay, also die hat uns doch jetzt schon mal ganz schön viel gesagt, oder? Das Horn ist nur mit einem Nagel befestigt. Und eine kleine Erschütterung reicht aus, damit es abstürzt und vielleicht kann man die Fledermäuse dazu bringen. Fledermäuse. Takt der Musik. Okay, das heißt, wir müssen die Fledermäuse durch die Orgel so weit bringen, dass sie dahin fliegen und da müssen wir wahrscheinlich dieses Lied spielen, das wir letztes Mal aufgeschrieben haben. C-A-D-E-G haben wir aufgeschrieben. Wir müssen aber den Meister ablenken mit einer Tasse Tee. I can't get close enough. There's a big hole in the floor. Wir müssen das Big Hole irgendwie stopfen. Und drunter ist die Pflanze, right? Vielleicht können wir die so magische Bohnenranke mäßig wachsen lassen. Up towards that hole in the ceiling. I hope it stays that way. It keeps the prickles out of my way. I snack myself on it too many times over the years. Sie wächst dorthin, wo das Licht ist. Okay, das können wir uns übermerken. Monster. Kann man hier was? Slave, consort and chiffonier. Hex key not included. Okay. Kann man was klauen hier jetzt, nachdem er es aufgebaut hat? Although it's probably a bit late in the day to develop a conscience. Ja, würde ich auch sagen, liebe Lucy. And technically everything in here is in my head anyway. Yes. I still don't want them though. Hm. Servus, Merakain. Grüß dich. vielleicht kann ich da... Ach, das brauchst du. Natürlich brauchst du. Ich auch nicht. Apparently. Ist übrig geblieben hier bei Münster. Okay, also das kann man nicht nehmen wollen. Also was ich gemeint habe, Christian, ist dieser Schrank hier. Ja. Guck mal, ich mach den mal auf. Hier ist closed. Ich benutze den mal und jetzt guck mal. Da ist irgendwas drin. Er hört das aber quietschen. Und jetzt kommt er. Das heißt, wir müssten hier irgendwas tun. Damit das Ding nicht mehr quietscht. Okay. Was könnten wir da machen? Irgendwie ölen oder sowas? Ja. Yeah. Haben wir aber nichts. Oder den wegschicken, ablenken, dem seine Ohren verstopfen. Was können wir noch machen? Also der sagt Folgendes. Der Typ sagt, diese Pflanze wächst dorthin, wo das Licht ist. Mhm. Das Licht damit kommt die Stacheln nicht erwischen, das habe ich verstanden. Genau, vielleicht kann man das Licht oben zudecken mit irgendwas, mit einem Karton oder so.
Und daraufhin stachelt ihn das Teil und man kann den Tee hier klauen. Okay, das heißt, deine Theorie ist, wir brauchen irgendetwas, um das Loch zu verdecken. Yes. Den Karton, oder? Pardon. Was ist mit den Gardinen, die da hängen? Schau ich gleich mal. Warum reden eigentlich Briten? Warum ist denn ein britischer Akzent vom Englischen eigentlich irgendwie so schwer zu verstehen? Oh, ich mag so Comedy-Videos, wo sich Briten und Amerikaner über ihre Sprache unterhalten. Ja. Wait. Stop. Great. That's another thing I need to fix. Sorry, it mitnehmen. Just fell off. Fell off. Of course it did. It was only. Aber ich finde es trotzdem schön, dass die Figuren alle so einen anderen Dialekt haben. Das finde ich echt cool. Da müssen wir auch dran arbeiten bei unserem Videospiel, wenn wir das machen. Dass ja. Die alle ordentliche Dialekte haben, die sich richtig schlecht anhören. Also wenn wir mal 2025 das grobe Pixel-Adventure machen, dann werden wir natürlich die Community verpflichten, da irgendwas einzusprechen. Ja klar, jeder, der hier im Stream ist, muss mindestens eine Stimme sprechen. Ja, fände ich gut. Wir nennen es GP Forever. Ja. Ich meine, du sprichst den Christian, oder du sprichst den Wolfgang, ich den Christian. Das finde ich auch ganz nice. Auch gern machen. Muss mal gucken, ob ich das Badische hinkriege. Ich rede nicht badisch, Mann. Ich bin Reingeschmeckter, so sagt man hier. Ein Reingeschmeckter. Badischer Schwabe. So, Bayern eingeklackt. Jetzt closed. What was that noise? Close that cupboard at so. Once. Ow. Ah, funktioniert. Plant? Jetzt hängt da was an der Pflanze. Schlüssel, ein abgefallenes Schlüssel. So, aber ändert sich das? Really squeaky. Ja. Für was ist der? Oben war eine Tür, oder? Aber ich glaube, da konnte man doch nicht vorbeigehen, ne? It leads behind the organ. Ja. Benutze Schlüssel mit Tür. That doesn't need unlocking. It leads behind the organ. Ich kann sie aber auch nicht öffnen. Die kann hier nicht drüber. And no, that curtain does not make it any less of a hazard. Ich könnte mit dem Teddy. Warte mal. Mr. Fumble. Ich könnte mit Mr. Fumble sprechen, ob er nicht nur was macht. Nee. Bye. Der Schlüssel muss doch da irgendwo passen, weil der Typ. Also. Brass key with a musical note carved onto it. Oder? Also durch die Tür sind wir reingekommen, die war kein Problem, da ist nichts abgeschlossen. Ist da draußen der Schrank links, der quietscht nur, aber der ist auch offen. Hier ist aber keine Tür mehr, oder? Tür. Oben war noch eine Tür, war oben noch ein anderer it's Raum. A physical it's a physical. Nee, oh, also ich geh nochmal hoch, okay? Ja, ich dachte nur so. Ist hier eine Tür? Oh, doch. Wow, hast du das gesehen oder hast du es nee, ich hab's nicht gesehen. Ich hab nur gedacht, da ist vielleicht noch ein Flur, weil ich hatte vorher. Ich hab gedacht, dass da noch ein Flur ist, sozusagen. Wenn du durch die Tür gehst, landest du direkt unten, oder? Ich dachte, dass du vielleicht noch in einem Raum davor landest. Also, ich meine, Heim für Amerikaner oder so, oder der Rest, der vielleicht zuschaut. Habt ihr gesehen, dass auf der Seite auch eine Tür ist? Ich meine, wenn man es weiß, sieht man es. Ich sehe keine Tür. Boah. Vielleicht, aber das hatte ich schon öfter, dass mein Bildschirm ist irgendwie über den Stream dunkler. Nee, hier ist es auch dunkel. It's locked. It's unlocked. Click the click. Okay. Hier ist eine Notiz. After cleaning, please put pipes back in the correct order. C, D, E, F, G, A, B. Okay, so wie sie jetzt gerade ist. C, D, E, F, G, A, B. Ja, guck mal, Heimfer hat's auch nicht gesehen. Heimfer, das beruhigt mich. Christian, machst du mal einen Screenshot davon, falls wir das später nochmal so brauchen? Ja, klar. Und ich guck mal, ob ich die nehmen kann. If I knew the order he was playing them in, I could make him play all kinds of tunes. But for now, I'll leave them where they are. Muss nur mit deinem Haar da weggehen. Ja, dein wallendes Haar steht mir im Wege.
Ja, jetzt habe ich's. Wie war denn jetzt das Lied, das wir beim Gronkh gehört haben? Das war C-A-D-E-G. Okay. If I knew the order he was playing them in, I could make him play all kinds of tunes. Sie erinnert sich jetzt nicht dran. C, D. Each one plays a different note from the organ. Kann ich irgendwas machen mit dem Stock da draufhauen oder so? That's not how to play them. Okay, dachte ich mir schon. I can't reach it. Der Angel vielleicht? I don't want to get oil all over it. Mit dem Stock? Okay, let's see if this will get it down. Okay, du hast Angst, dass du es mit der. Got it. Du hast Angst, dass du es mit der Angel irgendwie blöd machst. Aber mit dem Ast geht's. Ja, weißt du, kann man das jetzt ein bisschen ölen? They look pretty well cared for. Great for creaking joints. Okay, großartig. Ah, knarrende Gelenke. Okay, dann kannst du unten an den Schrank gehen. Ah, Mist, ich kann. Es ist so warm hier. Habe ich schon gesagt, dass es warm hier ist? Ein bisschen. Ich schwitze so brutal gerade. Aber was macht man nicht alles hier für Lucy? Benutze Ölkanne mit. I'll just give it a little oil. Wow. Oh, was haben wir denn hier? Karten. Karten? Was für Karten denn? Die sind glücklich, wo sie sind. Ist voll mit Utensilien für die Teezubereitung. Ja. Mal sehen, was wir da haben. Oh, Jockey Bickies. Schokoladenkekse. Some Earl Beige Tea Bags. Very posh. Earl Beige Teebeutel. Earl Grey. Teaspoon. And finally some sugar cubes. Sugar cubes. What on earth am I supposed to do with all this? Ja, ich würde sagen, Tee kochen. Kekse und Tee, um irgendjemanden damit abzulenken. I'm making a brew before this day is out, no mistake. Und den Wasserkocher müssen wir dann auch benutzen irgendwie. Also mit dem Wasserkocher und der Tasse, die wir haben, und den Keksen und dem Tee und dem Löffel und dem Zucker können wir irgendeinen leckeren Tee zubereiten, um irgendjemanden. Ja klar, benutze Teebeutel mit. I'll stick a bag in. Okay, benutze. There's no water. Krasse Kombinationskarte. Da ist kein Wasser drin. Vielleicht können wir ja aufwachen und draußen wieder das Wasser hinstellen, weil draußen hier gab es kein Wasser, oder? Ah, doch, Brunnen, hier ist der Brunnen. Hier ist der Brunnen. Aber für den Brunnen brauchen wir ein. Oder das Wasser hier bei dem Fisch. Kannst du das mit der Tasse rausholen? Aus dem Goldfischglas? I don't want to steal the newt's water. Okay. Das ist gar kein Goldfisch, das ist ein Molch. Vielleicht kannst du ein Glas Wasser hinstellen, dann ist der Brunnen voll. Wie meinst du ein Glas? Ach, du meinst. Ja, okay. Ich wach auf, okay? Ja. Ich weiß nicht, oder? Also aus dem Brunnen haben wir doch schon probiert, was zu holen. Das hat doch nicht geklappt, oder? Ja. Weil wir doch da nicht dran gekommen sind. Und das Seil ging nicht, das mit dem Aquariumsglas ging das, auch nicht. Du hast recht. Benutze Glas Wasser mit Nachtisch. Okay. Ja, okay. Water at the bottom. Nimm Seil. It needs a bucket in order to function properly. Braucht einen Eimer. Da ist vielleicht jetzt hier automatisch Wasser schon drin. Boil master. Stays hot for up to 6 seconds. It's empty. Wo kriegen wir einen Eimer her? Eimer. Wo kriegen wir einen Eimer her? Wir können natürlich sagen, wir wir könnten natürlich jetzt irgendwo gucken, wo wir. Also das ist ja wohl klar, wir brauchen jetzt einen Eimer. Ist hier irgendwo ein Eimer? Ach, geh mal rum, ob du irgendwo was siehst. Von der Pflanze in der Topf, aber das ist kein guter Eimer. Nee. Ich geh nochmal hoch. Ist hier irgendwo ein Eimer? Nee, oder? Ja, an dem Seil war keins dran, das schon im Brunnen hängt.
Nee, wenn du das Seil irgendwie hochziehst oder wenn der Bär das hochzieht? Nee, das ist nicht ein Bucket. Ein Bucket braucht es, ein Bucket. Ein Bucket. Da ist ein Eimer. Wow. Alter, warum sehen wir den nicht gesehen vorhin? Ich auch nicht. Der war vorhin auch nicht da. Da muss man aber im Stream-Video gucken. Okay. Okay. Das heißt, wir können jetzt rausgehen. Videobeweis. Videobeweis. Wie? Videobeweis. Was meinst du? Hä? Wie? Hä? Benutze mit Seil. That was a nice easy one. It's a lean, mean way. Okay, voll gut hier. Benutze. Okay, let's give this a dip. War zu einfach. Look at that! A nice monkey bucket of nice monkey water. Monkey water ist stinkendes Wasser. Was gelernt schon wieder? Heiße Schoki, ja. Also heiße Schoki habe ich, ja genau, ich sehe es gerade, was geschrieben hast, Christian. Ja. Heiße Schoki habe ich einfach in dem, die bei mir in der Wohnung ist. Ich weiß es gar nicht, 31,5, ich glaube, es wird wärmer hier sogar. Benutze Eimer mit Wasserkocher. Okay. Lecker, lecker, lecker. Benutze Wasserkocher. I'll turn it on. Und so doch keinen fremden Wasserkocher benutzen, haben wir gestern gelernt. Was soll man nicht benutzen? Keine fremden Wasserkocher. Ja, das will ich ganz, ganz schlecht. Benutze. Ja, ja. Benutze Tasse mit. I'll add a bit of cold water. Got the makings of a brew in it. Hat sie jetzt das gemacht? I'll turn it on. Ach, man muss hier schnell sein, glaube ich. Servus Martin, grüß dich. Ah, Merakain hat 25,7. Hast du eine Kellerwohnung oder hast du eine Klimaanlage oder hast du Glück? I'll add a bit of hot water. Ich kapier's nicht. It's got the makings of a brew in it. Hä? Benutze Teebeutel mit Tasse. Der Teebeutel war schon drin. Ich hab keine Ahnung. It's got the makings of a brew in it. Also ist jetzt eingebräut. Kannst du da jetzt noch Zucker dazu schmeißen? For up to 6 seconds. It's full, but stone cold. Er ist voll, aber eiskalt. Okay, benutze. I'll turn it on. I turn it on. Vielleicht muss ich es dann nehmen. Aber er bleibt 6 Sekunden lang nur heiß. Ja, ja. Looks like it's... Nimm. Ich brauche etwas. Die Tasse, oder? Ja, ich würde auswählen. Jetzt ist es aber schon wieder kalt. Ja, muss schnell sein. Schnell ins Koch benutzen. Benutze die Tasse damit, oder? Ja, jetzt. Wasserkocher mit Tasse. I'll add a bit of hot water. Ich füge ein wenig heißes Wasser hinzu. I think something went wrong while I was making this tea. I should probably get rid of it and start again. Ich sollte das wohl ausschütten und anfangen. Okay, ich schütte das Ding jetzt mal aus. Oh Mann. Okay, let's empty this out. Okay, also, Ale Beige Tea. Sagt das ja noch was? Nee. Benutze Teebeutel mit Tasse. Ein Bug-In, okay? Und jetzt schalte ich mal das Ding hier ein. I'll turn it on. I turn it on. Benutze Tasse mit. I'll add a bit of hot water. Und jetzt hat's funktioniert. It's got the makings of a brew in it. Es hat das Zeug zu einem Gebräu. Benutze Zuckerwürfel mit Tasse. I'll pop a cube in. Okay, benutze. Jetzt einen Löffel zum Umrühren. Let's give it a stir. It's got the makings of a brew in it. Okay. Ah, Milch muss noch rein, oder? I think something went wrong while I was making this tea. I should probably get rid of it and start again. Oh. I wonder what these are for. Ich frag mich, wofür die sind. They look like a set of ESP cards. I guess this isn't my lucky day. Teebeutel, heißes Wasser, zweimal Zucker umrühren, kaltes Wasser umrühren. Das ist die Teeanleitung, oder? Gar nicht schlecht. Ja, ich habe mich früher mal mit dieser, gibt diese Karten, wo man so übernatürliche Symbole erraten muss. Habe ich mal im Fernsehen gesehen. Machst du mal einen Screenshot? Natürlich, klar. Moment, ich bin immer noch erstaunt von deiner schnellen Kombinationsgabe. Ja, sorry, ich bin halt schlau.
Ja, das ist gut. Giftet einfach. Aber okay. Wichtig ist nur Teebeutel, dann heißes Wasser, dann zweimal Zucker. Da müssen wir schnell sein. Hast du es? Ja, habe ich. Ich leere die Plörre mal kurz aus. Benutze Plörre mit Polen. Okay, let's empty okay. this out. Ja. Der arme Bär ist immer noch da. Okay. Teebeutel. Let's do it. Benutze Teebeutel mit Tasse. I'll stick a bag in. Heißes Wasser. Benutze Wasserkocher. I'll turn it on. Ich war mal in Schottland und war so fasziniert von dieser Aussprache, dass ich eine Bustour jetzt gemacht habe, dass ich den Busfahrer die ganze Zeit belästigt habe, weil ich das so geil fand, zuzuhören. Benutze Zucker mit. I'll pop a cube in. Okay, ich pop noch einen rein. I'll pop a cube in. Okay. Benutze Löffel mit. Let's give it a stir. Und jetzt? Kaltes Wasser. Benutze Tasse mit. Kaltes Wasser oder Milch? Kaltes Wasser. Also, was für eine, jetzt die Frage. Was für eine Farbe hat es denn? Weiß. Dann würde ich sagen Milch. A splash of milk? A splash of milk. Und dann nochmal rühren? Dann umrühren. Let's give it a stir. I think I've done all I should to this cup of tea. Ach, geil. Sehr gut. Ah, ich sehe gerade Merakain. Ich hätte kaltes Wasser gemacht und wäre schon wieder gescheitert. Ja. Ich sehe gerade Merakain ist im Dachgeschoss. Also normal ist es auf gar keinen Fall. Ich bin nicht im Dachgeschoss, ich bin ein Geschoss darunter. Ich bin zum dritten Stock und Dachgeschoss ist über mir. Und ich will gar nicht wissen, wie es da oben ist. So, jetzt stellen wir dem mal hier alles Leckere hin, oder? I'll give him his mug. I'll give him his mug. Und der Cockies. I'll leave him a biscuit to munch on. A biscuit, kein Cocky. I'd better move out of the way. Jetzt machen wir das Orgelpfeifen-Game hier, oder? Nimm. Ich weiß es doch, Mann. But for now, I'll leave them where they are. Ich glaube, ich muss nochmal aufwachen und den Gronkh nochmal besuchen, oder? Dem. Nee, ich glaube nicht, dass das mit dem Gronkh zu tun hat, weil das sind ganz andere Noten, oder? C-A-D-E-G. Ja, ich kann ich machen? Ich kann es nehmen oder benutzen? If I knew the order he was playing them in, I could make him play all kinds of tunes. Ah, guck mal hier, wenn du die Reihenfolge willst, weißt, die er gespielt hat. Das heißt, du musst rausfinden, was er gespielt hat, nicht was der Gronkh gespielt hat. Geh mal zu dem Kerl, der jetzt gerade die Cookies isst. Das war ein guter Hinweis gerade. Was mein, ich verstehe es gerade nicht. Geh mal auf die andere Seite, zu dem Kerl. Hier raus. Geh mal rechts raus. So. Ah. Jetzt guck mal auf ihm seine Notenblätter, was der gespielt hat. Ah. A-G-E-C-D. This must be the order he's playing them in. Das muss okay. Die Reihenfolge sein, der er sie spielt. Hast du es aufgeschrieben? Ja, A-G-E-C-D. Und die andere Gronkh-Reihenfolge hat genauso viele Noten, oder? Genau, die Gronkh-Reihenfolge war C-A-D-E-G. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Dinger so austauschen, dass wenn er seine Reihenfolge spielt, der Gronkh-Song kommt und dann drehen die Fledermäuse durch. Vermute ich. Was ist denn die erste Note, die jetzt er gespielt hat? A. Und was wäre die erste Gronkh-Note? C. Dann probiere ich doch mal, benutze A. Aha, mit C. Ja, mach wieder hier hin. Und was wäre das zweite, was er gespielt hat? Er hat G gespielt. Okay, G. Zweite Gronkh-Note. A. A. Okay, was hat er als drittes gespielt? E. Und bei Gronkh war es D. Okay. Und viertes? Bei ihm war es C. Beim Gronkh war es E. Ah,
Ist das jetzt okay? Geh, na gut. Geh, sieh. Ja, ich muss hier wieder raus. Was ist das jetzt? I don't think he's really feeling that combination of notes. Scheint nicht so. Was könnte es denn sein? Also bisher habe ich nur diese zwei Folgen aufgeschrieben. Das ist natürlich die Frage, ob die Kronk-Reihenfolge richtig war. Oder ob die überhaupt, also klar, irgendwas mit dem muss es zu tun haben, aber die Frage was? Ich habe den Eindruck gerade gehabt, dass wir die Pfeifen irgendwie, dass wir die auch irgendwie durcheinander gebracht haben. Also wir haben manche Pfeifen doppelt angefasst. Glaube ich. Ja, also wir können sie natürlich nochmal in die Originalreihenfolge bringen, aber dann spielt er das, was er vorher gespielt hat. Die Frage ist, was ist dann, also ich gehe nochmal rein, Originalreihenfolge. Was ist denn der Sinn, den wir da einstellen? Irgendeine Melodie, die Vögel vertreibt. Die Fledermäuse, ja. After cleaning, please put pipes back in the correct order. C, D, E, F, G, A, B. Das ist die Originalreihenfolge. Sollen wir die nochmal einstellen? Ja, stell die nochmal ein. Hast du dir die gemerkt? Mal irgendwie starten. Mit der Notiz, hast du dir das gemerkt, Christian? Ja, hab ich mir gemerkt. Okay, was ist denn das erste? C, okay. C, D, E, F, G. Ja, warte. Wie im Alphabet. C, D, E. C, D, E, F. G. G. A, B, oder? A, B, genau. Okay. Und was hat er jetzt nochmal gespielt? A, G, E, C, D. Nochmal? A, G. A, G. E. E? C, D. C, D. Und der Gronk hat gespielt? C, A, D, I, G. Okay. Ist in den Reihenfolgen irgendeine Pfeife doppelt drin? Nein. Das ist immer einzigartig. Ja. Aber es sind halt immer nur fünf Töne, ja. Das heißt, ja, weil der Heimfisch schreibt hier nochmal die Pedale. Ja, wir können auch nochmal kurz aufmachen und uns das angucken. Komm, ich mach mal nochmal kurz auf. Ich möchte es nicht hier hinten trinken. Ja. Wir können uns das nochmal anschauen, ob wir da irgendwas merken. I'm in my pajamas. My pajamas. Musikrätsel bin ich nicht so richtig gut. Ich auch nicht. Ah, guck mal. Das sind drei Pedale. Schläfrig machendes Pedal, paranoides Pedal, lebhaftes Pedal. Paranoid hat er gerade eingestellt, glaube ich, oder? Ah, okay. Das heißt, wir können, je nachdem welches Pedal wir drücken, können wir auswählen, was für Töne kommen und können dann damit die Fledermäuse beeinflussen. Ja, wahrscheinlich das Energie ist lebhafte Pedal, oder? Probieren wir das mal aus. Wir sollten sie mal alle aufschreiben, oder? Ja. Fangen wir an, was ist lebhaft jetzt? Ja, ich guck mal ganz kurz, was es war. C, G, A, E,
D. Dann wieder C. C-G-A-E-E. Das sind auch 5 Noten, oder? Sehr gut, Heimfer. Du hast einen Blick für diese kleinen Details. Wirklich gut. So, gehen wir aufs zweite Pedal. Genau, zweite hatten wir schon. Es passt Paranoide. Warte. Schreib's nochmal auf. Guck nochmal genau hin. C, A, E, E. Ja, D-E-G. Gut, das letzte, gleich wie das letzte Mal. Aber ich weiß nicht, okay, wo es anfängt. Das ist halt das Problem. Was ist denn, wenn du frisch drauf drückst nochmal? D-E-G-C-A. Okay, das ist nämlich dann woanders, ein anderer Anfang. Dann ich fang nochmal drauf, um es zu kontrollieren, aber... Ja, mach mal bitte. Mit D fängt's an. D-E-G... C-A. Okay, gut. D-E-G-C-A. Ich probier's nochmal den lebhaften. G... A... Ja. E... Mhm. D-C. Okay, ist auch ein anderer, ja. Mhm, danke. Ich probier's nochmal. G. This music makes me feel quite energetic. A. E. D. C. Okay, dann den Schläfrigen noch. E. This music makes me feel sleepy. D. A. G. C. Okay, mag ich. Dann würde ich sagen, ab in den Traum und probieren die aus, was sie bewirken. Ja. Also womit, die Frage ist, womit wir die Fledermäuse zu dem bringen, was wir wollen. Ja, wir können die einfach mal durchprobieren und gucken, was passiert. I'll just stick my pajamas on. Gibt es eigentlich für die Bürostühle so Kühlkissen, die man drauflegt, damit man damit der Arsch kühl ist? So, damit der Hinter nicht so warm wird? Das weiß ich nicht. Es gibt ja so Wärmekissen. Vielleicht gibt es auch Kühlkissen. Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf, Christian. Also nicht das Kühlkissen, sondern die Kombination. Ich glaube, das ist für mich ein bisschen einfacher zu einstellen. Ich kann sie dir gerne sagen, ja. Soll ich sie dir schicken? Nee, das nicht. Fangen wir mal, keine Ahnung. Warte, brauche ich Papier. Ich schreibe einmal das Original kurz auf. C, D, E, F, E, F, E, A, B. Mhm. So, jetzt gib mir mal eins durch. Keine Ahnung. Und Sleepy hatten wir also da nicht. Also das, was er gerade spielt, ist A, G, E, C, D. Okay, warte mal ganz kurz. Okay, was er jetzt gerade spielt, ist A. Ja? G. G. E. E. C, D. C, D. Okay. Genau, dann haben wir den lebhaften. Der lebhafte ist? G. A. E, A. E, D, C. E, D, C. G, A, E, D, C. Okay, das ist der lebhafte. Dann haben wir den Paranoiden. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. G wie Gustav. C wie Cäsar, A wie Anton. Okay. Und schläfrig ist E wie Emil, D wie Dora, A wie Anton. Stopp, stopp, nochmal anfangen. E wie Emil. Ja, E. D wie Dora. Ja. A wie Anton. Ja. G wie Gustav. G wie Gustav. C wie Christian. Okay, also mit welchem soll man anfangen? Ja, was wollen wir denn von den Fledermäusen? Was sollen die für uns machen? Sollen sie schlafen? Sollen sie paranoid werden oder sollen sie lebhaft werden und wie Wilde umschießen? Ich überlege gerade, was sinnvoll ist. Wir können das einfach mal alles durchprobieren. Und dann
Probieren wir es mal aus. Keine Ahnung. Probier doch mal das Schläfrige und guck mal, ob sie einschlafen. Dann wissen wir, ob es funktioniert hat. Okay, ich probiere es aus. Also, das Schläfrige. Das A und E? A und E. Also. Okay. Dann das G und das D. Ja, benutze. Dann das A. E und A. E und A, genau. Benutze. Dann C und G. Genau, benutze ABC. Und dann noch B und C. Ja. Benutze C. C hatten wir doch gerade schon, gell? Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das alles, ob das so korrekt ist. Auch nicht. Ja, ich gehe da nochmal raus und guck mal, was das ist. Combination of notes. Nee, ist falsch. Nee, das passt nicht. Ich glaube, wenn man das so naiv einfach Stück für Stück tauscht, dann stimmt es nämlich, glaube ich, einfach nicht. Ich versuche mal kurz. Kann es sein, dass wir uns nicht die Buchstaben, die wir tauschen, merken müssen, sondern die Positionen, an die sie waren? Ja, ich glaube schon. Also, dass wir nicht hinschreiben, er spielt A, G, E, C, D, sondern wir merken uns, er spielt Position 2, Position 5, Position 6. Genau. Ich schreib das mal ganz kurz hier drauf. Also, ich habe das Original hier noch. Das heißt, das erste ist das, dann das, dann das, dann 4 und dann 5. Ich habe es mal aufgeschrieben. Und jetzt probiere ich das nochmal aus mit dir. Was haben wir gerade gehabt? Ein Sleepy Tune, oder? Ja. Also, als erstes spielt er das E. Ja, benutze, okay. Und das E ist auf der vorletzten Position. Dann spielt er, bringt das mal rein. Also das erste ist das E. Als zweites spielt er das D. Das ist der hier. Und das ist auf der Position. Okay, dann spielt er als nächstes das A. Und das A ist auf der dritten Position. Das passt sogar. Dann spielt er das G. Das ist der G, der passt auch, der ist hier. Und dann spielt er das D. Das C. D ist auf der vorletzten, genau, das C. Und das C ist auf der richtigen Position. Jetzt müsste eigentlich stimmen. Looks like this tune has made the bats all sleepy. Sehr gut. Passiert jetzt irgendwas? Jetzt hängen die da an der Trompete. Das ist schon mal gut. Siehst du das oben? Ja. Das heißt, jetzt können wir das, was wir wollten. Die sind da rumgeflogen und jetzt schlafen sie an der Trompete. Und jetzt ist die Frage, brauchen wir als nächstes was Lebhaftes oder was Paranoides? Ah, was soll was Paranoides oder was Lebhaftes? Ah, was Lebhaftes eher. Ich probiere das mal lebhaft, oder? Lebhaft habe ich hier. Ja, probier lebhaft. Das heißt, wir brauchen als erstes ein E. Das stimmt. Position 1, dann ein A. Auf Position 2, das stimmt mir nicht. It has a letter A carved into it. Ah, okay, benutze. Aber warte mal, wenn der jetzt so spielt, dann hauen die wahrscheinlich ab, oder? Ne, ist noch da. Okay, als erstes haben wir das E. Zweites Ding ist das A. Das A kommt hier hin, das heißt, benutze das A mit dem hier. Dann das E kommt als nächstes. Ist da zweimal ein E drin? Nee. Sag mal nochmal den lebhaften Tune. E, A. G, A, E, D, C. Nochmal bitte? G. Ach, G ist das am Anfang. Sorry, dann habe ich außersehen ein E gehabt. Okay, das heißt, als erstes brauchen wir ein G. Und das G ist das hier. Und das G kommt hier hin. Okay, wir spielen G, A, dann kommt das E. Dann hat das E hier, kommt an Position 3. Und an Position 4 kommt das D, das passt. Und an der letzten Position 5 ist ein C, passt auch.
This tune really woke those bats up. Okay. Funktioniert super, aber hat nichts gebracht, oder? A healthy collection of bat droppings. Ah. Kann ich das nehmen? Even though I know they're just a figment of my own imagination, I'm still not going to pick. Okay. Dann nochmal rein und wieder den Schlafenden, oder? Nochmal den was bringt's uns, wenn wir nochmal den Schlafenden spielen? Keine Ahnung. Oder mach direkt den Paranoiden. Probier mal den Paranoiden. D. Ich frag mich halt, was, wenn ich jetzt das Ding hier nehme? Ich frag mich, ob dann die halt gleich vielleicht abhauen und gar nicht mehr da dranhängen. Aber ich probier's mal aus. Ich habe jetzt den D habe ich jetzt. Keine Ahnung. Wo kommt D? Ich brauche als erstes E. Benutze E. Ich glaube, jetzt hängen sie zumindest nicht mehr an der. An der Trompete da oben. Ja. G kommt dann hier hin. Dann brauchen wir ein E. Ne, dann brauchen wir das A. Das A kommt dann hier hin. Und dann brauche ich GC. Okay. Like this tune has made the bats all sleepy. Ach, ich habe schon wieder sleepy gemacht, sorry. Ja, ist doch schön. Ja, dann mach jetzt mal paranoid als nächster Schuss. Warte mal, ich habe mal eine Idee. Kann ich vielleicht den Typ nochmal ablenken mit so einem Keks? I'll leave him a biscuit to munch on. I'd better move out of the way. Weil jetzt hört er auf, weißt, vielleicht kann ich jetzt nochmal das Lebhafte einspielen und wenn er dann anfängt zu spielen, erschrecken die vielleicht alle. Ja, deswegen dachte ich, das Paranoide zum Erschrecken. Paranoid oder lebhaft? Paranoid, lebhaft hatten wir eben gerade. Paranoid habe ich hier, das ist DE. Ja. It has a letter D. Ja, bitte. It has a letter D. Oh, Lucy. Also ich brauche hier D und dann E. Dann GC. G ist dann hier. G. Die C kommt hier hin. Und auf Position 5. Ne, warte mal. Das G kommt. Muss man auf die Seite gehen? Ne, das G kommt hier hin. Und das C kommt hier hin. Ich glaube, so müsste es passen. Ich gucke mir es nochmal an. Nee, es stimmt nämlich noch gar nicht. Doch, stimmt. DE. D kommt hier hin, E kommt hier hin. Ach, das ist kompliziert. Das G kommt dann auf die dritte Position. Da muss das G hin. Ja, falsch gemacht, ha? G muss hier hin. Das C muss hier hin. Und das A muss hier hin. So passt. Du hast recht. What was that noise? Ja, Mann. Oh, da ist irgendwas runtergefallen. Those bats really didn't like this tune. Oh. Und wir haben endlich das Horn. Was man auch immer damit macht. Okay. Wow. Imaginary rucksacks are even more spacious than regular ones. Das ist geil. Endlich mal eine Anspielung an die riesen Inventare, die immer mitgeschleppt werden. So, Heimfeld, du schreibst, ich hab's gerade gar nicht gesehen gehabt, kommt mal hinter der Orgel auf die andere Seite des Lochs. Yes! Okay, jetzt geht's nicht mehr, aber wir sind da vorhin schon rausgekommen und haben ja schon uns die Noten angeschaut gehabt. Genau. So, da unten ist irgendwas runtergefallen, genau, ein Teller. Ja. Da ist was draufgeschrieben. Percy. 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 Oh yeah, that was the name of my mom's favorite cat. Die Lieblingskatze meiner Mutter. Little bastard. Little bastard. Percy. Okay. Kann ich es nehmen vielleicht? Schreib's mal auf. There's something Percy. Percy. Mit zwei R, gell? Ja. Oh, ja. Yeah, he was a vicious. Percy. Reicht uns das jetzt? Kann ich es benutzen, das Horn?
make a loud noise right now. Ich kann das Horn vielleicht, kann ich es vielleicht in meinem anderen Traum benutzen? Als im richtigen Albtraum? Weil ich glaube, wir sind jetzt erstmal hier so weit durch, oder? Ich würde mal aufwachen, Christian, oder? Was hältst du davon? Erstmal, ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Da fehlt mir noch ein bisschen das Gefühl bei dem Spiel, wann was. Oder wir müssen in einen ganz anderen Traum, aber wir können hier ja mal in unser Tagebuch reinschauen. Aber hier haben wir wohl alles. Findet die Aufnahmen der Sicherheitskamera im Kopf eines Frettchens. Das weiß ich noch nicht, aber ansonsten hier erinnere ich an die Pommes-Topics haben wir gemacht. Ich weiß es nicht. Wir können es mal versuchen vielleicht. Aus dem Frettchen hatten wir doch. Ne, das war der Dachs mit dem Ohr, gell? Wo war das Frettchen? Ja, Frettchen war das Maskottchen von dem Park. Kann ich jetzt hier vielleicht... Ah, das war ein Sarg jetzt, genau. Oh! Lebendig begraben. Who are you? Okay. Was it you who murdered him? The one who started all this? Der Freak. Why can't I see your face? Weil du selber bist, Lucy. Du hast es getan. It's all connected. Ja. The flashbacks. The nightmares. The strange men contacting me via email, which, in retrospect, I should probably have just ignored. I feel like I'm missing one final piece of the puzzle. Yeah? I need to find that security videotape. Chapter 5, accept your fate. This looks like the last chapter. Oh, the last chapter. Have you satisfied your psyche's need for joy, companionship, nourishment and security? Yes, sir. You are now equipped with everything you need to complete your journey. Very good. Go and face your demons head on. Why do I feel like this is going to end badly? Another email. Another email? I'd better check it out. Ich mag den Slang irgendwie von ihr. It's from H again. It's from H again. Speak to Curly. Well, that's going to be tricky. Wasn't he the deaf caretaker who reported the murder? He wasn't in the pub last time I went in. The pub landlord knows where to find him, though. Ja, machen wir doch, oder? Mit der Sony. Curly natürlich noch. Also machen wir, hä? Curly. Not while I'm in my pajamas. Rede mit Barkeeper. Was Curly? Curly. He's gone. Mhm. Can't stand modern music. Any idea where he'll be? Probably at the school. But the school's closed today. He likes to get stuff done while the kids aren't there to tease him. I don't blame him. Okay, I'll check it out, thanks. Neuer Ort, oder? Don't go taking the piss. He's a nice bloke and he's been through a lot. I'll add the school to my map now. You do that, crazy girl. Servus, Matthias. Grüße dich. Hi, Matthias. I'm glad someone likes it. Too bad you're not a paying customer. Bye. Bye then. We have a Matthias, new, bei Matthias steht, er war Teil der Super Ultra Combo. Wow. Ich habe keine Ahnung, was eine Super Ultra Combo ist, Matthias. Super Ultra Combo 2023 sogar. Ja, Matthias, erklär doch mal, was das ist. Fostering Mediocrity since 1980. Hörtrock des Mittelmaßes seit 1980, geil. Callie. He's cleaning the window. I can hear you, you know.
Oh, der Taube kann dich hören. Wait a minute, I thought you were deaf. Yeah. Boah, alter Trickser. You'd be amazed what people say when they think you can't hear them. Ist echt ganz cool. So how come you're talking to me now? It seems we have a lot to talk about. Eine Bekannte von mir, die war auch taub, die hat so ein Cochlea-Implantat. Weißt du, was das ist, Christian? Ja. Und ohne das Cochlea-Implantat hat die halt fast nichts gehört. Aber als Kind haben das die Eltern und auch die Lehrer halt einfach nicht so gecheckt, dass sie halt irgendwie halt so eine Behinderung hat und das nicht so gut hört. Und dann dachte man nicht immer, dass die einfach nur ziemlich dumm ist und die Sachen nicht versteht. Und die war halt in der Schule auch schlecht, weil sie halt durch das schlechte Hören halt ganz wenig mitbekommen hat. Und die hat dann, ich weiß gar nicht, wie alt die war, aber schon 14, 15, 16 oder so, als sie dann das Implantat auch gekriegt hat. Und das finde ich schon krass irgendwie. Dass man schon krass, das fällt doch eigentlich voll viel früher auf. Also man musste auch in Deutschland mit Kindern zu den U-Untersuchungen. Naja, die ist jetzt auch schon mit der heutzutage Pflicht. Die ist jetzt auch schon mit der 40. Ja, also die ist jetzt auch schon mit der 40, schon ein paar Jahre her. So ja, 30. Klar. Auch, also, ich weiß nicht, ob es damals auch schon Pflicht war wie heute, aber wenn du es heute nicht machst, dann kriegst du richtig Stress. Ja. Und da, ich glaube, Hörtest wird mit 5 und mit 6 gemacht. Okay. Du musst eigentlich jedem gescheiten Kinderarzt auffallen. I figured your parents wouldn't have told you. Hey, that's their decision. So, let's go on. We have to tell people how to bring up their kids. Das Matthias hat einfach nur Street Fighter 6 Streams geschaut. Ja, gut. Not just ist Street Fighter 6 dann gut, Matthias? You were there too. What? Where? Oh, jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Theme Park. That was a bad auch ein schönes Spiel von damals. Cost me my job. Cost a man his life. And cost his twin their sanity. I can empathize there. Guilty or not, Horatio must be slightly unhinged. Horatio. Jetzt wird spannend. Horatio wasn't Fergus' twin. No, it was his sister. Oh. Oh, I thought. Annabelle Fig, her name was. Ah, Annabelle. I used to have a bit of a thing for her when I was younger. That was before she went nuts and ran away from home. Ist das ihre Mutter? What can you tell me about Annabelle? Well, in a nutshell, with a capital nut, she was Fergus' twin sister. Horatio was a few years older. He acted like he was lord of the manor after the parents died. When she was about 17, Annabelle had a big argument with Horatio and ended up running away from home. No one ever saw her again. Okay. Which is probably just as well. If she had ever wanted revenge, it would have been all too easy. She was a crack shot. And her skill with a machete made Conan the Barbarian look like a spork-wielding toddler. She sounds a bit like my mum. What exactly happened at the theme park? The Frettchen Park. That's what's weird. Yeah? That night, I saw someone with Fergus who was the absolute spit of Annabelle. I'm sure it was her. Okay. She came back to see him after his photo was in the paper. He gave her the grand tour like they were best friends. Showed her the ceremonial ribbon, practiced his speech. Even let her kids go on a couple of rides. Kids? Du bist das Kind wahrscheinlich von Annabelle. Only toddlers, mind you. Anyway. I had to go and get my plunger to sort out a particularly hefty blockage in the gents. I really miss that plunger. The kind of suction you could really... Anyway, I heard a scream. Okay. When I got there, Fergus is lying on the floor dressed as a giant polecat. There's blood all over the place and his head is... gone. Well... not on his neck. Ooh.
So viel zum Thema Gore, Matthias. And I see Horatio running away from the park. So I get the hell out of there, leaving my plunger behind. When anything like this goes down, everyone always blames the Hausmeister zum Beispiel, neben dem Gärtner. Wir müssen den Pömpel finden, glaube ich. Ich glaube, den müssen wir echt finden. I gave the police an anonymous tip-off once I got far enough away. Also, ich habe übrigens damals Street Fighter 2 und Mortal Kombat gespielt. Ich habe auch Mortal Kombat 2. Der... Und ich hatte richtig viele Fatality Moves drauf bei Mortal Kombat. I found evidence that sheds doubt on Horatio's guilt. Oh, well, I never actually saw him murder his brother. Aha. If he didn't do it. Die Annabelle vielleicht. That's what worries me. Apparently there was a security camera hidden inside Fergus's ferret costume. If I can find the tape, I can finally discover the truth. Wir brauchen dieses Tape, hey. Wir brauchen dieses Tape. What happened to Annabelle after the murder? She'd scurried by the time I got there. Only, get this. A few weeks later, I went back to the park to get my plunger back. Was a genuine double-ended luxury pump and squelch. Pumper und Drücker, okay. Gibt's heute gar nicht mehr sowas. Die gibt's einfach nicht mehr. Weltklasse-Pömpel war das. But anyway. Oh, der gute Pömpel. Nimm das 2000. Hast du einen eigenen Pömpel? Nee. Ich hab einen Hausmeister. There's some guy with a hard hat on looking at plans. And guess who's with him? Ed the Duck. Annabelle. 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 It was all owned by the Fick family. My guess is she inherited it, along with a tidy sum when her twin brother died. Wow. She changed her name. She's been there ever since. That's where your house is now. Yeah, I gathered. Ba-bum. Her kids are grown up too. I suppose so. They say twins run in the family. What are you getting at? Du bist die Tochter von Annabelle. Boy, one girl she had. Oh no. Oh. Reveal moment. I can see where this is going. You know what I'm going to say, don't you? Just spit it out, will you? Can you get me plunger back? What? They didn't even level the park before they started building. So my pump and squelch is still underneath your house somewhere. Unter dem Haus. I've waited over a decade to get it back. Seriously? You've basically just revealed I'm the niece of a murdered aristocrat. And witnessed a life-changing horror committed by my own family. Admittedly, that bit's not a huge surprise. Das Kind hat zu diesem Mord miterlebt. But it definitely warranted a little more sensitivity, don't you think? Er ist ein Hausmeister. It was a really good plunger. Weltklasse-Pömpel. Ein Weltklasse-Pömpel. Aber wie soll ich unter das Haus kommen? How am I supposed to get underneath my house? Gibt's Geheimgang vielleicht? Worked on the construction site. Apparently, your house has an access point which leads underground. Really? I've never seen anything. Maybe if you found the original blueprints for the building. Ah, Baupläne. Where would I find something like that? They're all on public record. You could ask at the library. Mm-hmm. There should be ledgers for all planning applications in the local area going back years. Find the right ledger, and you'll find the blueprints. Okay, I'll start there and see what I can find out. Aber was ich denke, Christian, wenn wir jetzt die Ruinen eines Freizeitparks im Underground haben, das ist auch ein bisschen so Monkey Island 2 Vibe, oder? Why should I get Im Endgame. No one's saying you should. But based on what you told me, you'd be needing my help very soon.
And don't tell me you're not a tiny bit curious about what's buried under your house. Ja, Matthias, hattet ihr dann auch so einen Weltklasse-Pömpel oder hattet ihr einfach so ein Normalo-Teil? Das ist ja eigentlich die spannende Frage. Jetzt ist noch die Frage, warum hattest du den Pömpel in der letzten Wohnung und hast den nicht mitgenommen in deine neue Wohnung? Also ich habe meinen Pömpel beim letzten Umzug mitgenommen. Ja, das ist so ein Privatpömpel. Ich habe einen eigenen Privatpömpel, den habe ich mal selbst im Baumarkt gekauft und seitdem leistet er gute Dienste. Okay, das ist jetzt hinfällig, kommt vom Satan. Ich muss auch zugeben, ich nutze ihn auch regelmäßig. It's asking for a library membership card. Entweder kriegen wir es vom Satan oder von dem anderen Satan wahrscheinlich. I don't need to check the newspaper archives now. Okay, dann vielleicht von dem anderen Satan. Normaler Pömpel. Ja, und normalen Pömpel kannst du auch da lassen. Aber wenn du mal Zeit hast, fährst du mal im Baumarkt und suchst dir einfach nur so einen Premium-Pömpel. Kann man immer gut gebrauchen. Okay, was haben wir denn aktuell ausgeliehen? Du hast ja auch eine Dame zu Hause, die Haare hat. Kann der Pömpel manchmal hilfreich sein. Ja. Das kommt jetzt auf deinen Geldbeutel an. Wenn du den goldenen leisten kannst, kauf einen goldenen. Ansonsten kaufst du halt einen normalen Pömpel und vergoldest ihn selbst mit ein bisschen Goldspray. Aber dann ist er halt was Besonderes. Ich muss herausfinden... Vielleicht gibt es auch einen Pömpel im Mario-Look. Weißt du? Mario als Klempner. Das gibt es sicherlich. Ich quatsch mal mit der Bibliothekarin. Die weiß das vielleicht. Ach, wirklich? Irgendwas in die Röhre schütten? Ah, das höre ich nicht so gern. Da ist der Pömpel umweltfreundlicher. Ja, aber ich finde... Ich finde es so... von 42. Yes, aber ich finde so Abflussreiniger eigentlich auch ganz nice. Wenn es Team Abflussreiniger, wie der Matthias hier. Aber ihr könnt ja auch noch ein bisschen euren Horizont erweitern. Ja. Ich wüsste gerne, wie lange wir noch spielen müssten. Also das gucken wir uns noch auf jeden Fall kurz mal an, oder? Ja. Nimm. Hey, ist das so? Let's have a look. The original blueprints. The original blueprints. Joints. It's the blueprints of our house. Ah, hier ist Secret Dingens. Guck mal, hier ist ein Secret Geheimtür. El Pömpel. Geheimtüle. Gucken wir uns die mal an, oder? Das Spiel ist so mega. Umfangreich. Aber es erklärt sich jetzt langsam auch, warum die Mutter von der Lucy so komplett wahnsinnig ist. Hier müsste der Geheimgang sein, ne? It cuts and it sucks. Benutze. I'll do my chores another day. Okay, dann mit dem Spaten vielleicht, oder? Benutze. I'll go digging for treasure another day. Okay. It's the blueprints of our house. Nee, du bist in der Garage links. Der Eingang ist rechts. Du bist auf der falschen Seite. Wirklich? Ja. Okay, stimmt. Das ist für. Ah, du hast recht. Du hast recht. Wir müssen in die andere Direction hier. Müssen wir in die Küche gehen, wahrscheinlich. Other Direction. Ach, guck mal hier, die Wand. Ich habe nie darüber gedacht. Aber diese Wand hat offensichtlich ein Void behind it. Otherwise, my parents' bedroom would just be floating. I'll just take a closer look. Nope. Nothing there. Kannst du mit irgendwas reinprügeln? Just here, some of the papers being away. Da ist doch was, ein Ritzer. Okay. There's a security keypad under the wallpaper. Tastatur für ein Sicherheitssystem. Touched for years. Although my dad can't even geilo. Work the TV remote, so that's no great surprise. Ja, sehr cool, Matthias. Muss ich mal erzählen, was da alles geht, wenn man Nitro hat bei Discord. Haben wir das auch schon ein paar Mal angeschaut. He's asking for a password. Okay, das ist aber einfach. Ja, das habe ich aufgeschrieben. Das ist die Katze. Wie ist es?
Percy. P-U-R-R-C-Y. Boah, die Buchstaben, die flimmern bei euch auch so, oder? Das liegt nicht an meiner Brille. Q-R-S-T-P. P? U? Wie Ulrich? Ja, ja, ich gucke. R wie Richard? Richie. Nochmal Richie? Richie. C wie Christian? C wie Christian. Und Y wie? Y. Is that it? Na, dann sind's meine Augen. No hidden doorway. Dann sind's meine Augen, die flimmern. Ah! The dogs! Ah, now that's more like it. Jetzt komm her. I think I'm probably carrying Ach, come on. Geheimtür. Na also. Just. Das ist der Dachskopf, oder? Nee, der, wie heißt der? Buch gesehen von Leuten, die ein Haus gekauft haben und erst nach ein paar Jahren festgestellt haben, dass es da so Geheimgänge gab. Boah, ich hätte voll gern einen Geheimgang. Also nicht für so scary Scheiß hier, aber einfach nur, um sowas zu haben. So einen kleinen Dungeon irgendwie im Haus mit so Geheimgängen und so. So wie Richard Garriott damals in seinem Haus hatte. Well, here it is. Here it is. Right underneath my parents' bedroom. Please, can anyone who doesn't think that's weird leave now? Also Christian, wir wollten halt bis 22 Uhr spielen. Sollen wir uns noch eine Viertelstunde geben? Ja, ich glaube, jetzt weit kann es doch nicht mehr sein, oder? Sie hatte ja schon vor einer halben Stunde gesagt, wir sind jetzt im letzten Kapitel. Ja. There are some lumps underneath it. And I don't think they're dead wood lice. Aber hier muss es runtergehen. At least not all of them at any rate. Benutze. It's nailed down. Die ist nailed down. Okay, dann müssen wir mal gucken, was es alles gibt. Hier ist der Teppich, hier ist nicht. Seilhaken. They chronicle the whole case against Horatio. The whole case against Horatio. Despite the doubt, it could still have been him that killed Fergus. I mean, what's the alternative? Okay, was haben wir hier noch? Kerzen hier. Letzter Will und Testament. Last Will and Testament of Fergus Fig. It was amended just a few days before his murder. Oh, I can und? See Horatio's name crossed out. Then replaced with Annabelle. Ah. It looks like she inherited his entire share of the Fig estate when he died. Aber krass, dass die Kleine hier gar nicht mitgekriegt hat, dass ihre Mutter eigentlich die Schwester ist. Wenn ich den großen Frettchenkopf nehme. I suppose I should at least take a look at it. Well, thankfully there's no disembodied head in there. What's this? What's this? Das Tape? Das Tape? It feels like a brick. Yeah, geil. Oh, wow. It's a giant cassette. Ja, Video 2000, this must baby. Be the security tape Horatio mentioned in the police interview. But just look at this thing. How am I going to find a machine old enough to even play it? Ja, in dem einen Supermarkt da, oder? In diesem, I'll in diesem alten Laden. Look. Alpha Max 60. Eine gute Alpha Max. Alpha Max ist das Gegenstück zu Beta Max, oder? Ja. It was probably in one of our ancient history textbooks. Bei einem alten Geschichtsbuch. Hang on, that's it. This is the same make as the video machine at school. Ah, Videorekorder der Schule. My mom's quite a collection. Aber eigentlich wollten wir doch nur die, den Pömpel holen, oder? Den gibt's hier aber nirgends, oder? Kann ich diesen Hammer nehmen und damit vielleicht den Teppich wegnageln? Ich kann sagen, vielleicht ist unter dem Teppich ja irgendwas. Man braucht immer so einen Schweißbrenner. Okay. Um alles mit, was geht. No thanks. I don't have a use for damp matches. Man braucht immer ein paar Streichhölzer. I don't want to go near. I don't want to lose a hat. I don't have time to read them right now. Jo. Better not. Better not. I don't want to touch them. Was ist hier sonst noch? Mausefallen? Ich glaube, sonst haben wir hier alles, oder? Die Riesenschere vielleicht? I don't want to touch them. Okay, benutze... Oh, sorry. Benutze Hammer mit Teppich. Let's get some of those pesky nails out. Ich glaube, wir müssen es doch gleich haben, oder? It.
Okay, benutze Teppich. Das Secret Door. Oh. Don't you open that trap door. You're a fool if you dare. Sorry, ich hab's gar nicht gelesen. Manchmal ist das so eine kleine Pause, da denke ich, der Dialog ist schon vorbei. Und dann guckst du und dann geht er weiter. Ja, das ist leider echt ein bisschen nervig. Stand back, me. Oh, Blume ist abgefallen. Hm. I've had enough of picking up you. Okay, kann ich vielleicht dann Pfeile benutzen? Filing locks is a thing, right? Ja, klar. Abgebrochen. Damn it, now the file's broken. Ja, und jetzt die Pfeile auch noch. Aber jetzt haben wir noch was viel geileres, Schweißbrenner. Okay, let's burn this thing open. Kaputt. Looks like it's out of gas. Okay, das ist ein guter Gag. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier Kerzen. Bohrender Nagel. Was ist denn das da oben? Hast du eine Ahnung, was wir noch tun könnten? Schlüssel haben wir nicht noch übrig irgendwo. Ja. Haben wir vielleicht von irgendwas vorher noch einen alten Schlüssel oder so übrig, den wir noch nicht benutzt haben für irgendwas? Ich glaube nicht. Nö. Geht's hier noch weiter? Nee, oder? It's padlock shut. This thing is heavy duty. This thing is heavy duty. Hm, aber wenn ich mir den Bauplan so anschaue. Looks like there's some kind of void underneath it. Hm. Wir sind jetzt hier, oder? Hier müsst's runtergehen und hier unten ist noch so ein Haufen Kram. Da ist das Keypad. Wir sind in dem Raum. Du hast recht, da geht's runter. Und das darunter, das ist jetzt die Falltür. Okay, benutze. Vielleicht einfach nur benutzen. Oh, hang on. It's not actually locked. Ja, das ist ja fake. What a Muppet. Hast gesehen, Heimfe? das ist ein bisschen billig. Oh Gott, ja. Ist das ein Kacke. Ja, die haben viele Gags eingebaut. Okay. Aber da kannst du, glaube ich, auch. Ei, da kannst du ja wahnsinnig werden, oder? Absolut. Den Quatsch muss erstmal kommen, der Entwickler lacht sich krank wahrscheinlich. Alter, Freizeitpark unter deinem Haus, stell dir das mal vor, Wolfgang. Ja. Presumably not the resounding success they were hoping for. Also vielleicht finden wir den Pömpel ja noch irgendwo hier. Sieht sich ganz schön, echt. Wahnsinn. Ja. This one's detached from the ground. Dann nehmen wir das mal, ha? This'll be useful if I meet any rodents of unusual size. Yes, sir. Niemand geht so elegant in die Knie. I guess it was much higher before. Verkaufsautomat. It's yes. Full of cook toys. Oh, voll gut. I've already got one. Mir oben noch. This must be where Mr. Mr. Fumble. I should tell Lloyd about this local supply of fresh victims. Das ist so absurd. Fahrgeschäft. Inside looks like a converted treadmill with a giant polystyrene dinosaur head behind it. I imagine it'd be terrifying for. Das ist echt riesengroß, dieses Spiel. Apnoe-Taucher. Lebendig begraben. Da hat's richtig gute Fahrgeschäfte.
Toilette. Engaged. Ja, mach auf. That's about all I can do. The door hinges are rusted shut. Hast du noch das Öl von vorhin, von dem Kleid? Nee, ich bin ja nicht mehr im Traum. Achso. It says vacant. Kann ich sie nehmen, die Tür vielleicht? I can't move it, it's jammed shut. Okay, dann können wir vielleicht mit dem Dings hier... I might be able to leave the door with this. Yes, and maybe we find that the pample. The pample! Hooray! Hooray! Hooray. Aber das ist die Herrentoilette. Darfst du da jetzt reingehen? Investigating an abandoned underground lavatory. On second thought, maybe hooray wasn't what I meant at all. Aber guck mal, was Mera Kain schreibt, der Entwickler kommt gleich und beglückwünscht euch zur Halbzeit. Also dieses Spiel hat auch nicht viel Geld gekostet. Ich glaube, das hat irgendwie 20 Euro oder so gekostet. Aber es ist krass, was man dafür geboten kriegt. Das ist echt brutal. Es steckt was im Pömpel. Oh, ein doppelendiger, luxuriöser Pumper und Drücker. Geil. I think I've discovered all I can in here now. Okay, das heißt, wir gehen in die Schule, oder? Ja. Nein, fortsetzen, falsch geklickt. Hui, wir müssen erst hier raus. Zack, Spiel beendet, nicht gespeichert. Nein. Hier nochmal ganz kurz Fahrgeschäft. It looks like a lift crossed with a coffin, crossed with 100 health and safety violations. Probier mal aus, oder? There's no way you get me on a ride like that. Mal, Matthias ist schon neidisch auf mich. Ich hab's dir gesagt, Matthias. Besorg dir einen Drücker, Heber, Zieh. Pömpel. Ein Mann, ein Pömpel. Sagt man ja auch umgangssprachlich. So, hier müssen wir wieder hoch, oder? Dieses Spiel ist so ultra absurd. So, ab in die Schule. Freunde aus dem Chat, glaubt ihr, dass wir es in den nächsten Minuten noch schaffen, dieses Ding hier durchzuspielen? Das kann jetzt nicht mehr viel. Also, wenn jetzt nochmal ein weiteres Kapitel kommt, dann würde ich pausieren und nächste Woche weitermachen. But in this case, I think we can win the game. Is it really you? Damit meint es ein Pömpel, oder? It's yours. All you need to do is let me into the school to use the video machine. Is that all? Come with me. Heimfe glaubt an uns. Heimfe. Ich habe euch extra auch mal ein Monkey Island T-Shirt heute an. Ich glaube an das Team hier. Ja, du glaubst an das Team. Das Großartigste, was ich in meinem Leben erreicht habe, ist ja, dass der Christian ein T-Shirt anhat, auf dem mein Gesicht drauf ist. So. No going back now. No going back now. Right, where's that video machine? Der Videomaschine. Der Alpha-Max-Rekorder. Benutze Alpha-Max-Rekorder. I need to plug the machine in first. Machen wir. Benutze Blau-Plug. I need to move it closer to the socket. I can't move it. One of its wheels is broken. Vielleicht gibt's noch einen anderen Raum. Ja, hier. That leads to the science lab, but it... Macht es einem nicht leicht am Ende. Ja, die wollen es wirklich wissen. Remote controls are not toys. Okay. The remote control will be kept safely out of reach. Short of members of staff can request it from Mr. Tweed. Die wollen es wirklich wissen. Was können wir hier tun? Was können wir da machen? One of its wheels is busted. They look like round plastic balls. Sieht aus wie Plastikkugeln. Benutze Entenküken. I'll save him for my dream box. Ich kapier's nicht. Molded plastic chairs. Mr. Tweed screwed them all to the floor because we kept tilting back on them. Hm.
Guck mal in dem Raum dich um, irgendwie da ist rechts diese Jacke oder dieser Globus. Hast du Fernbedienung? Looks like Mr. Tweed put it out of reach. Probably sick of us changing the channel during lessons. Schubladen. They're full of Oxbow Lake worksheets. They're full of Oxbow Lake. Marker pens. Ah, Schraubenzieher, geil. An unopened roll of breath mints and a small screwdriver. Kannst du mit dem Screwdriver den Bildschirm reparieren? Also die Rollen oder was? Ich weiß es noch nicht, ich nehme den mal. I think the screwdriver in here. Also den haben wir jetzt benutzt. Screwdriver mit Bahn. I don't want to unscrew that. Okay. Okay. Die Tweedjacke, ist hier noch irgendwas? It belongs to our geography teacher, Mr. Tweed. Okay. Tweedjacke von Mr. Tweed. Makes a difference from cold tea. Heißt er jetzt eigentlich Mr. X, nachdem Twitter umbenannt wurde? Okay, kann man hier vielleicht was machen? Nimm Feuerlöscher. Nothing's on fire. So, dann machen wir jeden Schrank auf. Ja. Benutze Spind. I can't. It's locked and I don't know the combination. Bendy Straw. I'm a pillock. Have a banana. I own a pit. Mandalorian. Gurlithin. Mike R. won't start. Arschtritt. Axolotl. Axel Schweiß. I'm a nasty rash. Perverse. Arnie's locker's right next to mine. Arnie's Spitz. He does all kinds of useful stuff for emergencies. Like when Mr. Tweed starts talking. Lucy's Spind. Kannst du deinen aufmachen? Ich hoffe doch. Was haben wir da drin? Erdkundebuch, okay. If it's a book, I'm having it, apparently. Sonst ist hier nichts drin. It's open. Arnie's locker's next to mine. He keeps. Oh, sorry. Was? Ich hasse es, dass das so schnell übersprungen wird. Notfall-Comics und Videospiele auf. Okay. It's locked. Benutze Schraubenzieher. I can't unscrew his door. Okay. Kannst du in die Schrauben benutzen? Guck mal, da sind Schrauben im Schwind. Ja, du hast recht. Alright, let's see what Arnie's got in his locker. Oh Gott. Die wollen es echt nochmal mit Batterien. I'm sure Arnie won't mind if I borrow a couple. Okay, die Batterien brauchen wir vielleicht für diese Fernbedienung. Und die waren nicht dran gekommen, sind aber gut. That leads to the science lab, but it's locked. Also brauchen wir jetzt die Fernbedienung, damit wir da die Batterien reintun können. Also ich glaube, die brauchen wir schon. An die Fernbedienung kommen. Kannst du einen Stuhl nehmen? I'm not tall enough to reach it. Was haben wir denn hier alles? Plakat, Boden. Der Boden ist ein Hotspot. Siehst du? Hier sind die Stühle, hier ist der Boden. Stühle sind auch ein Hotspot. Recht. Hier ist der Korridor, hier ist der Boden, kein Hotspot. Okay, dann vielleicht. Also kannst du irgendwas auf den Boden stellen oder legen? Ja, ein Stuhl. Kannst du einen Stuhl auf den. Benutze Stuhl mit Boden? Okay, festgeschraubt. Kannst du losschrauben mit dem Schraubenzieher? Benutze Screwdriver mit. Okay, ist zu klein. Hast du irgendwas zum Draufstellen? Kannst du dich vielleicht auf deine Kiste stellen, auf deine Traumkiste? Ja. Glaub's eher nicht. Ah, ist nicht stark genug. Das heißt, wir brauchen was Stärkeres. Kannst du dich auf das Buch stellen, was du gerade geklaut hast? I wonder if this will help me reach if I stand on it. Ja, okay. Ist größer als es aussieht, als es im Schrank aussah. Ja. Nimm. I still can't reach it. Okay, wir können noch mehr nicht dran. Also brauchen wir noch irgendwas zum drauflegen, noch ein Buch. Das ist auch fett hier. Okay, I'll add one more. Festgeschraubte Stühle, ja. Damit die Kinder nicht so wippen. Nimm. Jeder von uns ist doch einmal beim Kippeln umgefallen, oder? Jetzt haben wir in noch Psychologie. This looks like. Oh.
Der Clickflow. Alle Bücher, die ihr habt, yes. Aber Psychologiebuch geht schon mal nicht. Aber Backbuch geht noch wahrscheinlich. Okay, I'll add one more. Okay, I'll add one more. Gleich ist sie oben unten drauf zu klettern. Got it. Yeah. Got it. So, benutze Batterien mit Fernbedienung. I'd need to remove the battery cover first. Hey, jetzt wird's aber arg kleinteilig. I'm not sure that would... Nimm. I'm not sure that would... Ja, dann benutze neue mit. There we go. Good as new. Okay, benutze... Gold Top Power. Muss den Deckel wieder drauf machen, ne? Ne, weiß ich nicht. Ja. Mhm. It's all fixed up and ready to use. Heimfe! Ich glaube, das ist eine geile Idee. Wir haben dieses verfluchte Dachsauge schon seit 10 Stunden im Inventar. Das Dachsauge als... Das Dachsauge. Ja, echt. Auf so einen Quatsch wäre ich nicht gekommen. Ah. Ich glaube, das wäre so eine Stelle, wo man lange suchen kann. Das ist... Also Heimfe ist sowieso einfach das Adlerauge. Was geht's immer noch nicht? Doch, es geht. Okay, 1 Millimeter. Wow. It should reach the socket now. Ja, bitte mach. So ein britischer Stecker mit so 3. Ja, britische Stecker, die sehen aus wie aus dem anderen Jahrtausend. Right, it's going in. Jetzt geht's los. Use the remote. Ich bin total ausgelaugt schon. So, ich bin gespannt. Alpha Max. Disley Land. What do you think of my new look? Bella? Where'd she go? Probably chasing after Lloyd. He's a chip off the old block. I do hope Horatio can make it tonight. Those two really need to patch things up after so long. Hey, Lucy. Careful with those scissors now. It's slippy. Als schneidet sie dem kurz die Rübe ab. Bonnie, oder? Oh Gott. Hat die Lucy als Kind ihm den Kopf abgeschnitten mit der Monsterschere? What just happened? That looked like... It was me. I killed Fergus. Boah, das ist aber schon ganz schön hart jetzt. Boah. Das heißt, ihre Mutter wollte sie nur beschützen. What happened? I don't remember. She appears to be suffering a degree of memory loss after the trauma to her head. Don't worry, Lucy. You're safe. We got a call saying you were at the school. Ja, das war die Schere aus dem Strudel, Peter. Could we have a moment, Doctor? Of course. I'll just be out here if you need me. Der Kopf ist so riesengroß mit diesen Haaren. Lucy. Your mother's always been the one looking out for you. Ever since... Well, you know, she won't let anything bad happen to you. What do you mean? What are you talking about? Oh, never mind that now. Business is your partner? Listen. You try to get a good night's sleep, you hear? Yeah. We'll be back tomorrow to check on you. Night. Gute Nacht. Ja. Fugitive Horatio Figg has been found dead after a decade of being on the run for the murder of his brother Fergus. His body was discovered on the outskirts of his hometown of Figgington.
Okay, der ist jetzt tot. He appears to have slipped whilst running with an extra large pair of scissors. So the local police are treating his death as accidental. Finally, it seems the Fig family heißt das, dass ihre Eltern jetzt vielleicht den Onkel dann noch um die Ecke gebracht haben? Ja, sieht so aus, um sie zu schützen. Das ist ganz schön düster. Remember anything from the past few days? Hm. I'm just looking forward to getting some sleep. Oh, das ist ganz schön makaberes Ende irgendwie für so ein Spiel, oder? Hm. Wow. Konzept, Geschichte, Grafik und Entwicklung. Der Tom. Hm. Puh. Tja, also ich fand's. No, ich würde sagen, kein Happy End, so richtig. Es ist kein Happy End, ne. Aber ein schönes Spiel auf jeden Fall. Aber ich finde es auch mal gut, wenn es kein Happy End gibt. Es ist ein Spiel für Erwachsene auf jeden Fall. Also für Kinder ist es auf jeden Fall gar nichts. Aber ein Freizeitpark oder ein Haus finde ich ziemlich cool. Ja. Ja, cool. Mir hat's gefallen. Ja, mir auch. Das, was ich mit dir gespielt habe, war gut. Mal heimverglaubt, es kommt noch was. Ja, lasst uns so ein bisschen wie bei Marvel bei dem Ende der Filme. Lasst gern mal noch 2-3 Minuten Abspann gucken. Ich habe Dings gesehen, den letzten Scream, den, was war das, Teil 6, der echt gut war. Ziemlich brutal, aber wenn man halt Horrorfilme mag, echt ganz gut. Und bei Scream, kleiner Spoiler, da gibt es auch das Ende, gibt es einen Abspann und dann gibt es nochmal so eine ganz kurze. Also, du hast ihn auch gesehen, Matthias. Oder passiert noch was? Da gibt es ja auch noch so eine Post-Credit-Scene, wo aber nur gesagt wird, hey, es braucht nicht immer eine Post-Credit-Scene geben. Das war ganz lustig. Ja, das war's. Ich bin gespannt auf das nächste Spiel von Tall Story Games. Mir hat Spaß gemacht. Ich fand den Stil cool, ich fand den Humor sehr, sehr gut, die ganzen Anspielungen. Fand einen Schwierigkeitsgrad für meinen Skill-Level richtig gut. Also so mega schwere Spiele machen mir meistens auch gar nicht so super viel Spaß. Ich fand das super. Ich fand auch Cleo, was wir davor gespielt haben, echt gut. Und bin gespannt, was wir jetzt als nächstes spielen. Ich würde auch sagen, da schauen wir mal die Tage auch in Discord. Machen wir mal eine kleine Umfrage. Machen wir ein paar auf der Liste noch. Genau, mal ein paar Vorschläge gekriegt, was wir als nächstes spielen. Ich hab Bock. Und ich werde mir heute Abend oder morgen noch ein bisschen den Soundtrack, glaube ich, anhören. Ja, richtig gutes Spiel. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Und von einer Person entwickelt. Also er hat jetzt zwar Support hier für die ganze Sprachausgabe, natürlich Leute, wo es gesprochen haben. Und für die Musik hat er ein bisschen Support gehabt, aber den Rest alles allein gemacht. Was hat er gebraucht? 2 oder 3 Jahre hat er entwickelt daran. Ja, sehr geil. Cool, ja. Wenn das nächste auch so gut wird. Ja, bin gespannt. Kann man auf Steam, kann man es schon vormerken, kann es schon auf die Merkliste packen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt das heiße Wetter noch, denn zumindest hier in Süddeutschland ist für das Wochenende ein Temperatursturz angekündigt auf 20 Grad und Regen. Nächste Woche soll es auch kalt werden. Hier bei uns genau das Gleiche. Ja. Ab Freitag. Ja. Um 10 Grad geht's runter. Das ist auch so. Also deswegen morgen werde ich das schöne Wetter, glaube ich, noch ein bisschen genießen nach Feierabend, ein bisschen Fahrrad fahren gehen. Donnerstag vielleicht auch und dann kann man ja wieder ein bisschen mehr zu Hause spielen. Nächste Woche Montag, neues Spiel. Christian, ich bin gespannt, was wir machen, was wir anfangen. Nächste Woche dann wahrscheinlich auch nochmal eine Runde mit Björn. Mit dem wollte ich eigentlich ja heute Abend Colonization spielen. Björn ist leider erkrankt und fällt deswegen diese Woche aus. Ich hoffe, dass wir das nächste Woche nachholen können.
Und ja, ich muss mal schauen. Samstag ist bei mir ganz viel los, aber vielleicht Freitagabend würde ich vielleicht nochmal Andromedas Erbe fertig spielen, dass man da auch mal einen Haken dran machen kann. Das klingt doch gut. Ja, okidoki. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns im Cyberspace. Und, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, gell? Ciao. Ciao.